Hallo Freunde US-amerikanischer überzeugender Produkte. Ah, oh, nee, es fängt nicht gut an. Wir machen heute Teil 2. Teil 2 der irren Preispolitik von Apple. Das schneide ich erst morgen. Das heißt, das ist jetzt alles so nicht aktuell. Ich mache mal aktualisieren, um mir die neuen den neuen Dislike-Counter reinzuziehen. 25, also über 10%. Wenn ich über 10% Dislikes habe, jetzt im Verhältnis zu Likes, dann weiß ich immer, okay, ich habe über Apple gesprochen. Es ging ja zuletzt um Zubehör. Da waren wir ja bei der neuen Tastatur für das iPad Pro gelandet, die ja eben mal 400 € kostet. Davor ging es um das neue iPhone SE. In die Kerbe schlage ich jetzt nicht nochmal. Okay, irgendwo muss es ja mal reichen. Erstmal einen Schluck Tee, Kamille. Ich weiß, ihr fragt danach. Nun sind mir aber einige Anfragen zugetragen worden, vor allem in den Kommentaren. Ich habe mich damit beschäftigt, warum, weil es zahlreiche davon gab und außerdem will ich auch die Kritik lesen. Weil, wie ja auch schon die ein oder anderen festgestellt haben, vor allem diejenigen, die Kritik schreiben, die sich die Mühe machen, wohlgemerkt, sind ja in der Regel die wenigsten. Die haben schon irgendwo insofern recht, als dass ich hier auf meinem Kanal nicht hauptthematisch Apple-Produkte vorstelle. Da kann man mir natürlich ganz, ganz schnell und ganz, ganz leicht unterstellen, Moschus, du hast keine Ahnung. Freunde, ich kann es ja verstehen. Ich habe Verständnis dafür. Wenn man sich, sagen wir mal, für 1.200 € ein iPhone kauft, dann ist das Geld ja erstmal weg. Und dann hat man halt ein Telefon. Und dann kommt da plötzlich so ein Hans Wurst daher mit 27.000 Abonnenten und sagt euch, dass ihr das Gerät vollkommen überbezahlt habt. Dann fängt man ja auch an, seine eigene Kaufentscheidung irgendwo in Frage zu stellen und muss ja dann auch irgendwie recherchieren, wie ist es eigentlich zu dieser Kaufentscheidung überhaupt gekommen. Und da kommt in der Regel nichts Gutes dabei raus. Erst dann, wenn halt besagter YouTuber bzw. Hans Wurst erklärt, dass sich das Ganze von der technischen Seite nicht lohnt. Ich wurde zum Beispiel auch als Hater bezeichnet. Also, dass ich einfach nur hier Dampf ablasse. Warum, wäre natürlich irgendwie die Frage. In der Regel ist die Begründung, ich bin halt ein Android-Fanboy, was ich dann aber auch wieder ein bisschen abwegig finde, weil, darüber hatte ich ja auch schon mal gesprochen, es gibt ja nicht Apple und Android. Android eröffnet den Zugang zu sehr vielen Marken und Herstellern. Es ist ja jetzt nicht so, dass Xiaomi, Oppo, ZTE, Samsung, HTC, Nokia und wie sie da alle heißen, da kann man eigentlich echt einen geilen Rap draus machen, fällt mir gerade mal so ein bisschen auf. Wer weiß, vielleicht werde ich eine neue Smartphone-Marken-Rap-Karriere einschlagen. Aber bis dahin müssen wir einfach mal zu dem Schluss kommen, die Marken stehen alle in Konkurrenz zueinander. Die laufen alle mit Android. Ja, mit welchem Betriebssystem sonst? Es gibt da draußen ja nicht viel mehr. Allein schon wegen der Kompatibilität ist das Ganze ja problematisch. Der Punkt ist, es gibt keine Android-Fanboys. Wer sagt denn ja Android? Ja, welches Android? Da muss man erstmal nachfragen. Und das soll mir dann doch bitte mal einer aus der Apple-Community beantworten, wenn er sagt, ich bin Android-Fanboy. Ja, meint er jetzt MIUI? Oder meint er jetzt vielleicht FlyMeOS? Oder meint er HTC Sense, falls es das noch gibt? Oder die UI von Samsung, gerade den Namen vergessen, weil ich Samsung-Geräte selber nicht verwende und Bixby also ist ja sowieso eher unpopulär. Ist ja nicht so, dass es auch keine Kritik an die großen Hersteller gibt, auch nicht von meiner Seite. Auch von meiner Seite, so rum. Google Pixel zum Beispiel ist bei mir durchgefallen, sag ich so, wie es ist. Das neue Samsung Galaxy S20 ist bei mir auch durchgefallen, allein schon wegen den Preisen, weil ich das ja immer vom Datenblatt bzw. das Preis-Leistungs-Verhältnis bewerte. Alles andere macht für mich als Techniker ehrlich gesagt nicht viel Sinn. Da kam jetzt auch noch durchaus konstruktive Kritik, die gesagt haben, ja, ich habe für Ästhetik nicht übrig. Und das mag in Teilen ja auch zustimmen. Ich bin wirklich da erstmal in erster Linie Pragmat und in zweiter Linie schaue ich dann auch auf Schönheit und der ganz andere Gedöns. Also ihr merkt schon, ich baue gerade, das ist nur Einleitung, das ist Tutorial. Ich baue gerade einen Spannungsbogen auf, was da jetzt noch kommt. Für diejenigen, die das jetzt noch nicht wissen. Für diejenigen, die jetzt dachten, Apple hätte jetzt mit dieser Tastatur für 400 € wirklich die Spitze. Ich dachte es ja auch. Ja, in meiner Naivität. Es gab Hinweise darauf, dass ein Produkt existiert, das ist noch viel, viel Mehrwert, sagen wir mal, noch geringer und der Preis immer noch höher. Ihr habt keine Vorstellungen. Aber im Moment reden wir noch so ein bisschen, wir bereiten uns innerlich darauf vor, auf das, was da kommen möge. Ich hab Großes für euch vorbereitet. Das heißt, ich, eigentlich ist ja Apple, es tut mir auch echt leid. Apple macht es mir auch immer leichter. Natürlich kritisiere ich, ich habe auch Samsung und Google kritisiert. Ich würde übrigens auch Xiaomi kritisieren. Habe ich auch schon gemacht, habe ich schon erwähnt. Aber ich bin letztes Mal auf das Mi A3 eingegangen, zum Beispiel. Letztes Video könnt ihr euch nochmal anschauen, halt in dem Video. Aber Apple macht es mir so einfach. Es tut mir ja wirklich leid. Es tut mir leid. Und man muss sich eh nicht speziell mit dem Apfel auskennen, sondern mit der Technik. Ich sag's euch so, wie es ist. Ein iPhone ist genauso aufgebaut wie jeder andere Minicomputer und Hosentaschenformat auch bloß. Weil ein Smartphone letztendlich auch bloß wieder aufgebaut ist wie ein Computer. Nicht eins zu eins. Das will ich nicht ganz zu ernst nehmen, aber ich meine jetzt von der groben Struktur her. Nun bin ich auf die Kommentare schon wieder 173. Ich sehe jetzt noch mehr dazugekommen. Und
Ich habe auch auf so vielen, wie es nur ging, geantwortet. Ehrlich gesagt, bin ich vor allem deshalb durchgegangen. Erstmal habe ich ein paar Herzchen verteilt, was immer ganz lieb ist. Ich kann dir mal empfehlen, iOS bzw. iPad OS zu testen. Ja, im Sinne von, naja, Moschus, wenn du es dann erstmal in der Hand hast. Muss ja sagen, hatte ich schon. Ich hatte ein iPad kürzlich vorgestellt, das 2019, dieses günstige Ding. Jetzt habe ich ein iPhone 11 da, das habe ich von Zuschauer zugeschickt bekommen. Auch ein 4er habe ich. Das habe ich mir noch angeschaut. Also es ist nicht so, dass ich mit Apple so gar keine Erfahrung habe. In meiner Familie, irgendeiner hat ja auch immer mal Apple. Habe hier eben dann auch die Kritik gesucht und habe auch versucht, möglichst auf die gesamte Kritik zu antworten. Ach, in den Zusammenfall, ich sehe es gerade durch Zufall. Ein Percy hat mir geschrieben, hat mir einen Videolink geschickt. Und zwar hat er reagiert auf mein Video. Ich kann es euch jetzt unten in der Videobeschreibung mal verlinken. Hier, da bin ich. Schön Pause gedrückt, aber ich denke mal, besser ging es nicht. Ihr seht auch sehr ausführlich, in 22 Minuten hat er wiederum mein Video auseinandergenommen und hat teilweise zugestimmt, teilweise halt Kritik geäußert an dem, was ich gesagt habe. Muss sagen, hat mich teilweise mit meinen eigenen Waffen bekämpft, wenn auch nicht geschlagen. Indem er zum Beispiel gesagt hat, dass ich IPS-Panels bevorzuge, was eigentlich auch stimmt, weil ich ihr gesagt habe, ja, in den iPhone SE ist ja nur ein IPS-Panel verbaut. Und das ist eigentlich auch sowas, dann so eine Art Gegenargumentation, die ich an der Stelle nicht sehen lasse. Warum? Ich weiß, die Maus, die wandert gerade Richtung Dislike. Also mal kurz ausreden lassen. IPS HD Plus. Ja, fände ich persönlich, würde ich auch benutzen. Ich benutze viele Testgeräte im 100-Euro-Bereich im Alltag. Da beschwere ich mich auch nicht aller Nase lang. Aber die kosten halt auch keine 479 Euro Einstiegspreis. Das heißt, wenn man halt nur ein IPS HD Plus verbaut, dann sollte man das halt auch preislich entsprechend anpassen. Und wenn Leute halt unbedingt AMOLED haben wollen, ja, da gehöre ich jetzt nicht unbedingt dazu. Mein 16S ist ein AMOLED. Inzwischen im Übrigen ist das nicht mehr so, dass ich sage, nee, IPS bevorzuge ich, weil heute sind die AMOLED-Panels nicht mehr so extrem übersättigt. Also in den Farben, das hat mir früher überhaupt gar nicht gefallen, jetzt war ich IPS bevorzugt. Also hier nochmal darauf ganz kurz eingegangen, aber das wird jetzt alles zu ausschweifend sein. Es soll ja eigentlich auch, ja, ihr wisst ja, was ich angekündigt hatte, um ein völlig überzeugendes Gadget von Apple gehen. Aber trotzdem ganz interessante Gegendarstellung und ich will auch hier nochmal ganz, ja, ich habe Like auch dagelassen. Wir können es gerne echt darüber auseinandersetzen. Ich bin der Letzte eben, der tatsächlich einfach nur hatet. Ich versuche immer Abstand zu nehmen, einfach nur eine völlig unreflektierte Meinung ins Netz zu bomben. Aber irgendwo sehe ich eine gewisse Notwendigkeit, argumentativ gegenzusteuern. Weil ich habe ja gesagt, es gibt so viele Kanäle, überhaupt auch so eigentlich der Querschnitt der Presse, die völlig teilweise haben die Geräte nicht mal da. Die haben die teilweise nicht mehr da und schreiben dann einen Artikel drüber, wo dann zum Schluss dabei rumkommt, dass das Gerät natürlich irgendwie wieder schon irgendwie das Beste am Markt ist. Einfach nur, um die Klicks alle abzukassieren, damit halt diejenigen, die Apple-Produkt mal für 1.000, 1.200, 1.300 Euro gekauft haben, in diesen Artikeln die Rechtfertigung für ihren eigenen Kauf finden. Und das ist so was Wechselseitiges. Die einen betreiben Clickbait und die anderen suchen im Netz verzweifelt nach Begründungen für ihre eigenen Kaufentscheidungen, dass sie halt mal 1.000 Euro ausgegeben haben. Während aber dann in den Regalen, also in den virtuellen Regalen, sich immer mehr die Telefone stapeln, die die Hälfte kosten und das gleiche versprechen. Und man verwehrt sich aber dem, wie tritt eben aus dem Apple-Ökosystem nicht heraus in die Android-Wildnis, weil da ja irgendwo auch die Kritik an der eigenen Entscheidung ja lauert. Versteht ihr, was ich meine? Und da hat sich im Moment so ein Kreislauf, Apple hält sich da raus, die brauchen eigentlich gar kein Marketing mehr zu machen, die schmeißen irgendein Produkt auf den Markt und da finden sich genügend Blogs, YouTuber und irgendwelche Websites, beziehungsweise halt die Presse, die das ja halt da raus und dann auseinandernimmt und bewerben das dann schon ausreichend. Was jetzt ein Person, ich habe das jetzt hier noch offen, das war auch schon eher sachlich gewesen, Wie gesagt, kann ich euch mal verlinken, da könnt ihr auch unten dann in seinen Kommentarsektionen wiederum über seine Kommentare, Quatsch, über seine Meinung diskutieren, wenn ihr Lust habt. So. Jetzt, wo die Spannungskurve den Höhepunkt erreicht hat, ich hatte ja angekündigt, und gut, andere werden skippen. Ne? Das ist unfair. Es geht hier um Rollen. Viele haben ja gesagt, ich soll das da bitte mit. Also ich hatte mich ja schon so echauffiert, ne, über eine Tastatur für einfach mal 400 Euro. Ja, wo man denkt, ist euch die Idee in der Klapper gekommen? Aber Ich kannte ja den Preis schon ungefähr in Dollar, weil Mark Brownlee, selbst, also wie gesagt, Mark Brownlee ist Apple wesentlich positiver gegenüber aufgeschlossen als ich. Der hat aber auch sicherlich als erfolgreicher YouTuber so viel Geld, dass er sagt, mir ist das vollkommen egal. Aber auch er hat das kurz eingeblendet. Leider hatte ich das dann bei Apple direkt nicht gefunden. Jetzt, ich habe das hier so über Google, beziehungsweise der Daniel, also hier von Tech Explorer, der mir immer die Artikel schreibt auf meiner Seite, der hat mir den Link dann rausgesucht. Und hier sind die noch teurer. Mir ist im Übrigen aufgefallen, also in Deutschland sind die Produkte alle teurer. Rund 20%, das liegt nicht nur an der Differenz zwischen Dollar und Euro. Der Dollar ist ein bisschen schwächer als der Euro. Noch. Das heißt, das war jetzt keine Prognose, bevor ihr jetzt alle anfangt, wie wild Dollar zu kaufen.
Nein, die sind auch ohne Umrechnungskurs sind die hier teurer. Und es ist jetzt nicht so, dass Apple jetzt unbedingt bekannt dafür ist, in Deutschland übermäßig viel Steuern zu zahlen. Ich weiß nicht genau, wo die sitzen. Ich glaube, in Irland. Apple International Limited. Ja, steht es eigentlich schon. Ich dachte heilige Hügel. Und das oben thront der angebissene Apfel. Ah, nee, es ist Hollyhill. Ja, Irland. Genau. Warum Irland? Niedrige Steuern. Warum? Naja, um halt US-Tech-Unternehmen anzulocken wie Google, Facebook und Apple. Das ist jetzt Wirtschaftspolitik, EU-Wirtschaftspolitik, darauf gehen wir jetzt nicht nochmal ein, aber die sehen schon zu, dass die A, möglichst kostengünstig in Fernost produzieren und dass sie dann B, in den Absatzmärkten, in dem Fall halt Europa, möglichst wenig Steuern bezahlen. Aber egal. Zurück zu meinem Lieblingsthema, die Rollen. Wo sind sie? Ihr habt die Preise nun schon gesehen, den muss ich euch mal vorlesen. Ich mach's trotzdem, 849 Euro für 4 Rollen. Stell dir mal vor, ich brauche 8. Da bin ich mit 1600 Euro für 8 Rollen dabei. Also das ist, kennt ihr das? Diese kleinen Container, diese Rollis, also die Schubladen und dann Rollcontainer. Da sind die auch dabei. Nur findet mal allein einen Rollcontainer für 849 Euro. Das wird schwierig. Also ich meine jetzt nicht, einen Rollcontainer zu finden, der so günstig ist. Ich meine, einen Rollcontainer zu finden, der so teuer ist. Da wird man doch auch bei Ikea ausgelacht. Aus was soll denn der dann sein? Also jetzt der Container. Bei den Rollen, da frage ich schon gar nicht mehr nach, aus welchem Material die bitteschön sind. Steht hier im Übrigen drin, davon abgesehen. Aber bevor man sich das durchliest, da denkt man doch erstmal irgendwie an Platin. Da denkt man doch, das ist ja, die sind gar nicht zum Verbauen gedacht. Das ist eine Wertanlage. Das heißt, ich investiere in Apple Mac Pro Rollen. Unmöglich, wirklich. Kauft das einer? Da baue ich mir doch selber was. Ich meine, da kann ich das doch in Auftrag geben. Selbst das ist doch immer noch billiger, wenn ich das bauen lasse. Als Unikat. Meine Güte, aber Material. Pass mal auf, das ist speziell entwickelte Rollen, klar. Also, das kann auch sein, dass es Epic war ja gar nicht bekannt war. Die hätten die Rollcontainer vielleicht mal umdrehen sollen, hätten ja gewusst, warum die Dinger so beweglich sind. Also mussten die Ingenieure höchstwahrscheinlich das Rad einfach mal so komplett neu empfinden, nicht wahr? Und das hat natürlich dann ein bisschen gedauert. Und das mit Edelstahl und Gummi, woraus das besteht, also an den Materialkosten, liegt das hier wahrscheinlich nicht, dass die auf 849 Euro kommen. Ich dachte ja, die hätten sich nach Stelle vermacht. Vielleicht schreibe ich den Support mal und weise denen auf den Fehler hin, dass die sich hier um 2 Stellen vermacht haben. Mal ganz ehrlich, selbst 84 Euro, gibt es irgendjemanden, der außerhalb des Apple-Ökosystems schon mal 85 Euro für 4 Rollen ausgegeben hat? Für diese Fußrollen? Ich glaub nicht. Oder anders gefragt, gibt es irgendjemanden außerhalb von ihren Anstalten? Ich beende den Satz nicht. Ich will ja niemanden beleidigen. Das ist übrigens der Punkt, das war jetzt wirklich ein bisschen Scherz gewesen, ein bisschen Sarkasmus, aber auch wegen dem Haten, um darauf einzugehen. Ich habe gesagt, ich beziehe Kontraposition. Das ist ja in Ordnung. Wir haben eine Diskussionskultur und das ist absolut gesund, damit nicht zum Beispiel Monopole entstehen. Und sagen wir mal, unreflektierte Communities, die alles kaufen, das führt letztendlich auch nur zur Ausbeutung der Community. Ist also für die Community selber auch nicht gut. Ich nehme nur ein bisschen Kontrapunkte ein. Ich mache das Ganze natürlich auch ein bisschen lustig und mache mich natürlich darüber lustig. Wie könnte man sich wohl nicht lustig machen? Ich meine, das Leben sollte man mit Humor nehmen, Freunde. Und ich sagte ja auch, Apple macht's, wie könnte man sowas nicht lustig finden? 849 Euro für 4 Rollen. Wie kann man sowas nicht lustig finden, frage ich euch. Wie soll man da ernst bleiben? Das ist gar nicht, gerade auch überhaupt gar nicht. Wenn ich das immer wieder sehe, muss ich einfach lachen. Das hat mir einfach heute, das hat mir den Tag versüßt. Und das teile ich mit euch. Aber was ich nicht mache ist, da werdet ihr mich auch hoffentlich nicht dabei erwischen, dass ich sage, okay, alle Apple-Käufer sind blöd. Oder die Apple-Community ist blöd. Oder dumm oder sowas. Das lese ich manchmal in den Kommentaren und finde ich ehrlich gesagt auch nicht so gut. Die sagen, ja, die sind ja alle bescheuert. Ich denke, unter den Apple-Käufern und Deepern wird es auch viele geben, die sind letztendlich aus der oberen Mittelschicht und denen ist das vollkommen egal, ob so ein Telefon 1000 Euro kostet oder 500. Ich sage ja nur, für die breite Masse ist das nichts. Und mir tut es auch leid, wenn jemand wegen ein paar Rollen jetzt Kredit an... Die bieten ja auch alle Telefone auf Pump an. Und es gibt auch Leute, das sage ich euch so, wie es ist, die nehmen einen Kredit auf, damit die einen angebissenen Apfel durch die Gegend tragen können. Oder damit sie sich halt selbst im Starbucks eben präsentieren können. Als Student, ne? Mit Bart und Seite wegrasiert, Hornbrille. Ja, dann natürlich ein Notebook von Apple, ein Telefon von Apple und ein Starbucks. Völlig anders. Mir tun die Leute halt so ein bisschen dann auch leid. Weil ganz ehrlich, mittlerweile, aus meiner Sicht, kommuniziert das keine Individualität mehr.
Ich meine, Apple ist ein Massenprodukt. Das muss man so sagen, wie es ist. Es ist ein Massenprodukt. Und es hat nicht mehr diese Aussage, ich bin irgendwie anders, ich bin individuell, intellektuell. So. Also 849, das ist, ja, also 8,49 Euro wäre wirklich realistischer, weil jetzt mal ohne Mist. Es sind Rollen. Oder sind die irgendwie speziell gelagert? Man kann ja nicht reingucken. Was ist da? Ist da vielleicht ein doppeltes Kugellager, wo jede einzelne Kugel aus handgelutschten Kristallmurmeln besteht? Aber wir können ja mal weiter gucken. Schaut mal, was ich hier noch gefunden habe. Einfach mal für 1.100 Euro. Ein Monitorständer. Wir reden von einem Preis, wo man einen High-End-Monitor bekommt. Den kriegt man bei Apple. Wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Da bekommt man da halt einen Pro-Stand. Das klingt irgendwie nicht besser. Yo, ich habe nicht nur einen Stand. Ich bin bei Apple. Ich krieg da einen Pro-Stand. Oder ein paar Füße. Und das ist der Punkt. Das stammt doch alles aus dem Ausland. Aus der Massenfertigung. Ein paar verchromte Füße für 350 Euro. Ne, das ist doch mein erster Gedanke nicht. Das kaufe ich. Ich würde das sofort irgendwie mit der Klapper. Also für die, die nicht wissen, was Klapper, also die Klapper ist Irrenanstalt. Aber ich weiß, heißt heute nicht mehr Irrenanstalt, aber ich stehe auf umgangssprachliche Begriffe. Weser Mount Adapter. Das war's. 219 Euro. Weser Mount Adapter. Ein Blech. Soll ich langsam sagen? Blech. Für 85 Euro. Da würde sich da jeder Metallbauer würde denken, ich mach was verkehrt. Ein Blech für 85 Euro. Ein Stück Blech. Materialkosten dürften wir unter 1 Euro liegen. Und ein paar Bohrungen reinballern, das ist ja wohl nicht das Thema. Und dann sind wir bei 85 Euro oder was. Und dann wird das alles im Ausland gefertigt. Also meines Wissens, ich weiß nicht, aber meines Wissens produziert Apple in den USA überhaupt gar nicht. Eine Apple Afterburner-Kasse. Ich hab Afterburner im Schlüpper, aber was ist denn das für 2.500? Gut, das kann ich jetzt hier nicht bewerten. Das wird immer besser. Für 7.000. Ich frage mich wirklich, also wie viel kann man da eigentlich maximal bezahlen, wenn man so eine Kiste richtig aufrüstet? Es gibt ja Leute, die argumentieren dann gegen. Und sagen zum Beispiel eben beim iPhone SE, das ist das beliebteste Argument. Ja, aber der SoC ist ja der schnellste. Ja, noch, muss man mal dazu sagen. Das ist nächstes Jahr auch nicht mehr. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass man ja den Gesamtumfang der Leistung, die man erwirbt, beachten sollte. Und das sehe ich, er sagt in der Kritik, nie. Das sehe ich immer in der, also Kritik ist an meinen Aussagen, das sehe ich da nie. Der Gesamtumfang der Leistung. Schön, dass da ein toller SoC drin ist. Mit 3 GB RAM, ist auch eine super Mischung, nicht wahr? Aber wenn dann andere technische Details, wenn die dann halt unterirdisch sind, naja, muss man das doch wiederum als Gesamtkonzept, als Gesamtprodukt betrachten, auch preislich. Abgesehen davon, also SoC hin oder her, aber so viel Leistung, so ein kleines Telefon, soll mir irgendeiner mal sagen, bitte, welchen Sinn es haben soll. Ihr könnt mich da gerne korrigieren, da habe ich bisher immer noch nichts gefunden, aber hat Apple eigentlich von dieser Update-Politik, dass die also, wenn das Gerät veraltet ist, die Leistung runterpatchen? Wegen den Akku. Haben die davon eigentlich jemals Abstand genommen? Was bringt mir das jetzt, ein SE zu kaufen mit einem super High-End-SoC, wenn der dann in 4-5 Jahren runtergepatcht wird, eine Leistung? Das ist irgendwie Blödsinn. Also man verhindert irgendwie, dass die Updates installiert werden. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber dann ist natürlich das mit Argument mit langen Update-Unterstützung ist auch irgendwie ein bisschen hinfällig, oder? Updates sind doch nur irgendwie so lange sinnvoll, denen die auch Mehrwert bringen. Außerdem sind wir durch. Ich meine, eigentlich hätte ich das Bildchen nur zeigen müssen, das wäre vorbei, aber wäre auch ein bisschen langweilig, ne? Sicher 10 Minuten lang ein paar Rollen für 850 Euro anzugucken. Habt ihr eine Vorstellung, wie viel Gewinn Apple da anmacht? Wenn tatsächlich einer diese Dinge bestellt und die nicht von einem Rollcontainer abschraubt, die dann einklebt im Computer, was wesentlich günstiger wäre. Ich weiß ja auch, dass unter den Zuschauern, da kommen auch noch ein paar durch Zufall auf meine Videos, wenn irgendjemand eine Argumentation einfällt, die für diese Rollen sprechen und die sagen, ja, 849 Euro ist gerechtfertigt. Ich meine, ich kaufe mir jetzt nicht diese 4 Rollen und setze mich damit in eine Starbucks in der Hoffnung, dass mich jemand damit sieht und ich dann sagen kann, ja, das sind Apple-Rollen. Trendy! Ja, das funktioniert mit den Rollen nicht. Das funktioniert mit dem Notebook, das funktioniert mit dem Telefon, nicht mit dem SE, aber das funktioniert, oder hier, Monitorständer. Ich hab's schon wieder gesagt, für 1.100 Euro. Soll ich da jetzt wirklich als Student 2 Jahre drauf sparen und mir das Ding in den Starbucks auf den Tisch stellen? Ja, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Die härtesten Apple-Fans, ich lade mich da gerne auf Gespräche ein. Bin auf die Argumentation unglaublich gespannt.
wie man die Preise rechtfertigen soll. Wenn Leute sich wirklich mit dieser Marke identifizieren, aus Gründen noch immer, das müssen die ja auch von niemandem begründen, aber nur sagen, ich liebe Apple, ich will Apple heiraten, ich will ja Xiaomi heiraten, können andere Apple heiraten, wenn das teurer ist? Ja, mei, das ist ja wie im echten Leben. Ich respektiere das, nicht so, dass ich das nicht respektiere. Ich mache mich drüber lustig, einfach wegen der Preisgestaltung und wegen dem völlig mangelhaften Preis-Leistungs-Verhältnis. Das heißt aber nie, dass ich die Leute, die jetzt wirklich wegen der Marke, weil die sich damit identifizieren, weil sie die Community lieben, weil sie, keine Ahnung, was man daran noch lieben könnte, das Design oder so. Okay, bitte. Oder eben die Leute, die Geld haben wie heute, sagen, ja, ich kauf's halt. Einfach so. Ich liebe die Icons, wie sie designt sind. Das ist mir alles wert. Bitte. Ist ein freies Land. Aber dann akzeptiert auch meine Kritik. Und bitte schreibt mir in die Kommentare, warum die Rollen 849 Euro kosten. Ich bin super gespannt drauf. Und kommt mir nicht mit Weltraumtechnologien. Die Dinger sollen auf der Erde eingesetzt werden. Bis zum nächsten Video. Ciao.